Tägliche Andachten von Derek Prince, gelesen von Daniel Tracy. 14. September. Das Beispiel des Timotheus. Nachdem wir also die Bedeutung der Geistesgaben in der heutigen Kirche festgestellt haben, wollen wir nun betrachten, was Paulus über die Art und Weise lehrt, wie sie vermittelt werden können. Die Person, auf die sich Paulus in diesem Zusammenhang bezieht, ist sein eigener Mitarbeiter Timotheus. Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir verliehen wurde durch Weissagung unter Handauflegung der Ältestenschaft. 1. Timotheus 4, Vers 14. In einem anderen Brief bezieht sich Paulus auf die gleiche Begebenheit in Timotheus' geistlicher Erfahrung. Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, die Gnadengabe Gottes wieder aufzufachen, die durch Auflegung meiner Hände in dir ist. 2. Timotheus 1, Vers 6. Um das Bild dieser besonderen Begebenheit im Leben des Timotheus zu vervollständigen, sollten wir uns einen weiteren Hinweis ansehen. Diese Gebot vertraue ich dir an, mein Sohn Timotheus, gemäß den früher über dich ergangenen Weissagungen, damit du durch sie gestärkt den guten Kampf kämpfst. 1. Timotheus 1, Vers 18. Wenn wir diese drei Schriftstellen zusammennehmen, können wir bestimmte Fakten über den von Paulus beschriebenen Vorfall feststellen. Zunächst einmal erhielt Timotheus eine bestimmte geistliche Gabe. Die genaue Art dieser Gabe wird von Paulus nie spezifiziert, und für die Zwecke unserer heutigen Untersuchung ist sie nicht von besonderer Bedeutung. Zweitens erfahren wir, dass diese geistliche Gabe Timotheus durch Handauflegung verliehen wurde. An einer Stelle sagt Paulus, durch die Handauflegung der Ältestenschaft. 1. Timotheus 4, Vers 14. An einer anderen Stelle sagt er, durch Auflegung meiner Hände. 2. Timotheus 1, Vers 6. Das Wort Ältestenschaft ist im Neuen Testament einfach ein Sammelbegriff für die Ältesten einer Ortsgemeinde. Die Ältesten, auf die sich Paulus bezog, könnten diejenigen in der Gemeinde in Lystra gewesen sein, wo Timotheus sein christliches Leben begann. Timotheus hatte ein gutes Zeugnis von den Brüdern in Lystra und Ikonium. Apostelgeschichte 16, Vers 2. Oder Paulus bezieht sich auf die Ältesten der Gemeinde in Ephesus, wo sich Timotheus aufhielt, als Paulus seinen ersten Brief an ihn schrieb. In diesem Fall würde dieselbe Gruppe von Ältesten in Apostelgeschichte 20,17 erwähnt werden, wo wir lesen, von Milet aber sandte er, Paulus, nach Ephesus und ließ die Ältesten der Gemeinde herüberrufen. Wenn wir noch einmal auf die Paulusbriefe an Timotheus zurückkommen, sehen wir, dass Paulus an einer Stelle sagt, dass er selbst es war, der Timotheus die Hände auflegte, und an einer anderen Stelle sagt er, dass es die Ältesten der Gemeinde waren, die dies taten. Höchstwahrscheinlich handelte Paulus also in Zusammenarbeit mit den Ältesten der Gemeinde. Er und sie legten Timotheus gemeinsam die Hände auf. Sie können mir gern das folgende Gebet nachsprechen. Himmlischer Vater, wir danken dir für die geistliche Kraft und Autorität, die durch das Handauflegen übertragen werden kann. Ich bete, dass deine Kirche heute wiedererkennt, welches Privileg und welche Kraft du uns damit anvertraut hast. In Jesu Namen. Amen.